Das scheint ja zu klappen. Ihr hört mich gut, dann macht mal irgendjemand einen Daumen hoch, wenn es gut klappt. Gut, super. Also habe ich eben schon gesagt, ich bin Olli, ich bin klassisch Softwareentwickler, habe in den 90er Jahren Informatik hier in Hamburg studiert. Ich glaube, Carola auch, ne? Müsste ja eigentlich auch so gewesen sein. Da habe ich KI studiert, hat alles nicht funktioniert, ich war sehr traurig. Dann habe ich ganz normal Software entwickelt und irgendwann ging das dann. Und dieser Talk ist im Wesentlichen die Zusammenfassung meines Lebens. Also eigentlich Quatsch, also ich habe ein bisschen übertrieben, aber so meines beruflichen Lebens. Und zwar geht es darum, kann man Geschäftslogik durch Maschinenlernen ersetzen? Und ich finde Geschäftslogik cool, habe auch viel davon geschrieben, auch sehr viel schlechter, sehr viel Gutes. Und bin jetzt wieder bei Maschinenlernen, weil ich der Meinung bin, jetzt kann man das wirklich machen. Das hier, was ihr da seht vor euch, ist ein sogenanntes Notebook. Das ist, wenn man das nicht kennt, ein bisschen überraschend. Das ist so eine Mischung aus Dokumentation und Code. Und es ist nicht dazu geeignet, um jetzt richtig Software zu entwickeln, sondern es ist eher dazu geeignet, um Experimente zu machen oder um so ein Format, wo man ein bisschen Code mit Dokumentation mischt, zu zeigen. Ich habe jetzt von der Vorstellungsrunde gesehen, die wenigsten von euch sind jetzt so hardcore technisch unterwegs. Der Talk funktioniert auf vielen Ebenen. Ich lasse die technische Detailebene jetzt weg. Wenn ihr das aber gerne wissen möchtet, dann sind die technischen Details in diesem Notebook drin und ihr könnt wahrscheinlich nicht während des Talks fragen. Wie machen wir das? Während des Talks fragen? Ja. Handheben. Okay, Handheben oder im Chat. Ich sehe den Chat persönlich nicht. Ah, okay. Und dann gucken wir mal, wie das so weitergeht. Gut. Genug gelabert. Also das bin ich hier unten. Da sah ich noch ein bisschen besser aus, finde ich. Oder ich war gerade in Italien, glaube ich. Deswegen sah ich ganz gut aus. Ich habe ein Beispiel mitgebracht für heute. Also dieses Ding ist, wie gesagt, ein Notebook. Das heißt, man kann sowas ausführen. Ich mache das jetzt mal. Restart and run all. Ein bisschen überraschend. Aber diese Zellen hier, die ihr da seht, da ist Code drin. Und den kann man einzeln ausführen und alleine hintereinander. Und dann ist es ein richtiges Programm. Also sowas wie eine ausführbare Dokumentation. Könnte man auch einen ganzen Talk drüber machen. Machen wir heute nicht, sondern wir gucken uns stattdessen mal das Beispiel an, das ich mitgebracht habe. Das ist unser Beispiel hier. Lustigerweise sehe ich jetzt auf dem anderen Bildschirm, was ihr seht. Und das ist eigentlich auch ziemlich cool. Also, ja, genau. Was ihr seht, ist was relativ Typisches, wenn man so mit Daten arbeitet. Ihr werdet gleich verstehen, warum das ein Datentalk ist, nämlich ein Plot. Und dieser Plot ist in 2D. Ja, das sehe ich schon so. Er ist deswegen in 2D, weil 2D für uns ziemlich cool ist als Menschen. Also Menschen können in 2D unheimlich tolle Sachen machen. In 3D wird es schwierig, in 4D ist vorbei. Das heißt, das, was ich heute erkläre, funktioniert auch in 4D, 1000D, so viel D, wie ihr wollt. Aber dann versteht man es eben als Mensch nicht mehr. Was ihr vor euch seht, ist ein Plot von Beispielen oder von Samples, sagt man manchmal. Und es geht darum, dass jedes dieser Punkte hier, dieser Salmi hier unten, der blaue, ist ein Kunde oder eine Person, dieser rote hier auch. Und jeder von diesen Punkten hier repräsentiert eine Person. In unserem Fall geht es darum, dass wir eine Versicherung für Kfz machen wollen. Und das nicht so machen wollen, wie das bisher so funktioniert hat, sondern so machen wollen, dass wir versichern wollen anhand von Schadenswahrscheinlichkeit. Ich glaube, das macht so keiner. Warum eigentlich nicht? Weiß ich nicht. Könnte man machen. Und zwar haben wir jetzt eine ganze Menge von Kunden und ihr seht jetzt einen Teil unserer Kunden hier geplottet. Und diese Achse hier unten, die X-Achse, ist das Alter der Kunden. Also dieser Kunde hier ist zum Beispiel, sagen wir mal, Mitte 70. Und die Y-Achse ist die Höchstgeschwindigkeit des versicherten Fahrzeugs. Das ist so 95. Und ihr müsst aber dazu wissen, das ist Meilen pro Stunde. Das heißt also 95 Meilen ist vielleicht 150. Also eine ziemlich lahme Karre. Die Farbe und Form gibt an, wie viel Schadensfälle hat dieser Mensch gehabt. Das heißt, wie gesagt, das sind unsere Kundendaten von bestehenden Kunden. Und dieses rote Dreieck nach unten, also sagt, der hat viele Schadensfälle gehabt. Dieses gelbe Dreieck nach oben sagt so in der Mitte. Und dieser blaue Salino-Rhombus hier, der sagt, wenig Schadensfälle. Und das ist oben hier auch nochmal in der Legende angegeben. Es ist wichtig, dass ihr das an dieser Stelle noch versteht, sonst funktioniert das Ganze nicht mehr. Das heißt, wenn es jetzt eine Frage gibt, stellt die. Gibt es eine Frage? Also ich kann irgendwie den Chat nicht sehen, aber da drüben. Na gut, super. Okay, alles klar. Dann immer wenn keiner was fragt, gehe ich davon aus, ihr habt das verstanden. Sonst funktioniert es, glaube ich, so nicht. Okay, ich würde sagen, weil ich ja klassisch traditionell Softwareentwickler immer eigentlich auch noch bin,
würde ich sagen, das lösen wir mit einem Stück Business-Logik, also einem Regelsystem, das ich so hinschreibe. Wer würde das noch machen? Kann man da irgendwie eine Umfrage machen, Hände heben oder so? Mal sehen, ob das geht. Kann man sowas machen? Participants? Hände heben, wisst ihr, wie das geht? Oh, keiner hebt die Hand. Entweder, weil ihr es nicht hinkriegt oder weil es schwierig. Oh, einer hebt die Hand. Stefan wird es auch so machen. Das reicht mir schon an Zustimmung. Das ist die Mehrheit der Menschen. Die anderen haben keine Stimme. Die Mehrheit der Rückmeldungen. Die Mehrheit der Rückmeldungen hat, weil es ja keine andere Möglichkeit gibt, gesagt, ja, würde ich auch so machen. Also ich mache das auch. Und zwar machen wir das in, also das war jetzt Schritt 1, jetzt gehen wir in Schritt 2. Ich überspringe mal die gemeinsame Codeübung, die ich ja eigentlich vorgesehen habe, weil das, glaube ich, irgendwie die meisten Leute vielleicht nicht so cool finden. Und ich zeige euch mal das Modell, das ich gebaut habe. Das ist jetzt Code, aber das ist nicht so schlimm, weil die Regeln kann jeder ablesen. Das heißt, diese Regel sagt, wenn jemand jünger ist als 25 und die Höchstgeschwindigkeit des Autos größer ist als 110 Meilen, ungefähr 170, dann ist das Schadensrisiko hoch. Die Regel habe ich mir ausgedacht. Die habe ich hingeschrieben, müssen wir gleich mal gucken, wie es dazu gekommen ist. Und wenn man jünger ist als 25, aber das Auto nicht so schnell ist, ist die Schadens- oder ist das Risiko mittel. Wenn man älter ist als 70, da geht es schon los mit Alter und so, darf man das überhaupt machen, ist die Unfallwahrscheinlichkeit hoch. Wenn das Auto relativ schnell ist, das ist echt ein schnelles Auto, ist sie auch hoch, ansonsten ist sie so mittel. Und jetzt passiert was relativ Cooles, weil das alles ausführbar ist hier, kann ich diese Regeln direkt, und wir könnten sie auch online ändern, aber das könnt ihr zu Hause machen, wenn ihr Bock habt und das könnt, kann man jetzt das, was diese Regeln vorhersagen, als Hintergrund drucken. Das heißt, die Daten sind noch die gleichen, diese Rompen und so, aber der Hintergrund gibt jetzt an, was wäre die Vorhersage unseres Regelsystems. Das heißt, in diesem Fall hier, jüngere Leute mit nicht so schnellen Autos, junge Leute mit schnellen Autos, schnelle Autos und hier in diesem Bereich hier ältere Leute. Das ist alles durch diese Regeln da oben ausgedrückt. Und würde ich jetzt andere Regeln hinschreiben, würde da auch eine andere Form hinkommen. Das heißt, das sieht man sofort. Und wenn ich die Regel ändere, ich ändere jetzt mal hier irgendwie diese Regel hier, machen wir 150, naja, dann machen wir was Krasseres draus, machen wir 180, dann müsste sich, ich glaube, es war diese Regel hier, müsste sich das hier nach oben verschieben. Gucken wir mal eben. Also hat sich relativ krass nach oben verschoben, weil wahrscheinlich keiner schneller ist. Ach nee, ich hab nicht 180 getippt, sondern 80. Ne? Deswegen habe ich es ja verkalkt. Entschuldigt mal. 180 draus. Ihr seht also, es ist nicht gefaked. So, jetzt sehen wir, okay, keiner ist schneller als 180, deswegen geht diese Regel hier komplett nach oben. Das mache ich mal wieder rückgängig, weil das eine schlechte Idee war. Denn wir sehen an dieser Stelle hier, dieser Wert hier, den ich jetzt gehighlightet habe, der ist ein interessanter Wert, denn der sagt aus, wie viel von diesen bekannten Fällen sagt unser Regelsystem eigentlich richtig aus. Und das bedeutet, ich glaube, ich muss jetzt das nochmal neu berechnen, weil, okay, ist relativ gering. Das heißt, unser Regelsystem sagt 56 oder 57% der uns bekannten Fälle richtig voraus. Wie findet ihr das so? Ist es ganz gut? Was meint ihr? Ist es gut, nicht so gut? Womit würde man das überhaupt vergleichen? Ich sehe hier schon im Raum sich wedelnde Handbewegung. Nicht gut. Nicht gut, nee, ist nicht gut. Wie gut wäre dann Raten? Also man häufig versucht man da irgendwas zu sagen, man hat so ein Gefühl dafür, aber dass man es irgendwie objektiviert, wie gut wäre dann Raten? Und, 50%. 50? Nee, 33%. Aha, ja, warum 33? Ja, 3, ja. Genau, weil es 3 unterschiedliche Klassen sind, das heißt Raten wären 33%. Wir sind deutlich besser als Raten, aber als ich die Regeln hingeschrieben habe, hätte ich gedacht, die sind sehr viel besser. Jetzt muss ich irgendwie so ein bisschen hier Geständnisse machen, das ist ja Teil meines Lebenslaufs hier. Ich habe tatsächlich solche Regeln öfter hingeschrieben, das hat mir die Fachabteilung gesagt, da war ich natürlich auch noch jünger und so. Ja. Aber wenn du zum Beispiel 45 machst, wird es, glaube ich, besser. Wo soll ich es machen? Da bei dem 50 Speed. Ach so, du meinst... Oh, es ist besser! Ja, wow. Siehst du. Das nenne ich Intuition, fast 60%. Ziemlich cool. Ja, das sah man doch sofort da. Ja, okay. Naja. Wenn du das Gelbe noch ein bisschen höher machst, dann wird es noch besser. Das hier höher oder eher zur Seite hier so? Na, zur Seite, mehr Alter. Mehr Alter, machen wir mal mehr Alter. Mal sehen, was wir so hinkriegen. Jetzt komme ich langsam ins Schwitzen, ob unser Maschinenmodell am Ende noch so gut ist. Also unser Alter müssten wir so bis, was haben wir, 30 oder was machen wir? Mach mal 30. Boah, 64, ziemlich gut. Das ist richtig. Ja,
Das heißt, wir würden wahrscheinlich in der Lage sein, das besser hinzukriegen. Aber was ich eigentlich gerade unter Tränen gestehen wollte, ist, überhaupt diese Bewertung anhand von Daten zu checken, wie gut sind denn unsere Business-Regeln? Ah. Wer hat das schon mal gemacht? Ich meine, Hand aufs Herz, wer hat das schon mal gemacht? Mal irgendwas melden oder wenn es jemand mal gemacht hat, sagt mal. Carola meldet sich. Gut, noch jemand? Na, ich war, also, wir haben, also ob das wirklich Bewertungen waren, also wir haben Algorithmen natürlich geschrieben, um bestimmte, also wir haben im Kindergarten Algorithmen geschrieben, um deren Betreuungshistorie zu berechnen und das hängt von ganz vielen Zeiträumen und Belegen ab und so, aber das ist algorithmisch machbar, also das ist nicht, also dies hier ist ja kein, also du betrachtest ja nicht jeden Einzelfall und deswegen tust du irgendwas in irgendeine Kategorie, sondern du versuchst solche Gruppen zu machen oder Mengen, ja. Nee, also würde ich nicht behaupten, nee, ich nehme meine Meldung zurück quasi. Okay. Das geht natürlich auch nur, also die Frage ist, warum macht man das nicht? Vielleicht ist man da nie drauf gekommen, aber man dachte, das ist ein Problem von jemand anderem, nämlich der Fachabteilung. Oder weil man überhaupt gar keine Daten hatte. Oder wenn, dann wusste man nicht, wo man die herkriegen soll. Das ist nämlich auch eine Hauptschwierigkeit. Ich schweife ein bisschen ab, aber ich sehe, grundsätzlich scheint das bei euch gefruchtet zu haben. Und 64 habe ich noch nie hingekriegt. Also es ist jetzt ein bisschen wahrscheinlich ist ganz gut, dass ich nicht in der Fachabteilung arbeite. Aber überhaupt sowas, stell dir mal vor, ihr würdet in der Fachabteilung arbeiten, dann möchte man doch tatsächlich so einen Plot sehen. Ich habe jetzt richtig Bock gekriegt, ein bisschen an den Dingern rumzuschieben und zu sehen, wie viel kommt da am Ende raus. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Gucken wir mal, weil das ist so meine Vergangenheit. Würde ich jetzt weiterhin ein Regelsystem bauen, würde ich das immer so machen, wenn ich Daten hätte. Jetzt gucken wir uns mal Schritt 3 an. Ich muss nur kurz Johannes fragen, wann ist denn Frau Merkel dran? Ich check das gerade mal. Achso. Also nicht das. Ich checke mal den Pizza- und den Merkel-Status. Ja, gut. So, es gibt so ein bisschen plakativ, also fast noch seriös, gibt es so ein Term Software 1.0 und Software 2.0. Ich bin jetzt gar nicht mehr so glücklich damit, dass ich das hier aufgenommen habe, aber das hier macht vielleicht für euch Sinn, weil sowas Ähnliches wie das jetzt hier auf dem Bild angezeigt ist, haben wir ja gerade gemacht. Das heißt, irgendwie haben wir diese Domäne analysiert und das Domänenwissen, das wir alle relativ schnell bekommen haben, ist aus diesem 2D-Plot rausgekommen. Also wir waren alle in der Lage, irgendwie vermute ich mal zu sehen, okay, das sind jetzt irgendwie ältere Leute mit schnellen Autos, vielleicht nicht so cool. Das heißt, irgendjemand hat das analysiert. Ich habe jetzt hier einfach mal so Rolle Business Analysten geschrieben. Das ist nur eine Rolle, wir sind alle nicht Business Analysten. Könnte aber eine Rolle sein. Dann haben wir Requirements uns überlegt. Das heißt, die Regeln hatten wir im Kopf vielleicht. Und dann habe ich in eurem Auftrag als Entwickler diese Regeln hingeschrieben. Das heißt, diese Requirements, zumindest hatte Carola im Kopf andere Requirements als ich. Und ich habe als Programmierer das kodiert. Das ist meine Vorstellung von klassischer Softwareentwicklung. Kommt das ungefähr so hin? Wenn nicht, sagt einfach, am besten ist, glaube ich, Widerspruch. Also wenn ihr sagt, ja, ja, klar, dann... Naja, das mit dem Learning-Prozess und mit der Schleife ist da jetzt noch nicht drin, ne? Ja, da ist... Wenn ich so was sagen darf jetzt. Ja, du darfst das alles sagen. Das ist sehr gut. Sagen wir mal, sehr klassische Softwareentwicklung. Ja. Völlig richtig. So, jetzt habe ich Grafik von anderen Menschen gestohlen, weil ich das immer gut finde. Das gibt mir irgendwie so Unterstützung, Glaubwürdigkeit. So traditionelle Softwareentwicklung wäre so, du hast eine Funktion, also du hast irgendwie die Spezifikation, die möchtest du vielleicht umsetzen. Wenn dein Code gut ist, dann ist das auch eine gute Lösung. Und du musst auch typischerweise nur ein Software-Stack aussuchen. Bei Machine Learning ist das ein bisschen schwieriger, weil du eigentlich was anderes machst, nämlich eine Metrik optimierst. Und die Qualität hängt jetzt nicht nur damit zusammen bei Machine Learning, ob ich das jetzt vernünftig programmieren kann und ob die Anforderungen richtig ausgesucht wurden, sondern hauptsächlich an Daten. Also es kommt als neuer Faktor rein. Und was auch noch dazu kommt, das ist aber eher so ein Produktionsding, man muss mit ziemlich vielen Bibliotheken arbeiten. Schieben wir das mal weiter. Das hier ist Herr Kapati, der ist ML-Lead von Tesla und die haben so 1.0-Software. Damit fahren die Teslas auch tatsächlich und diese 2.0-Software ist jetzt Maschinenlernen und die brechen jetzt immer größere Teile von ihrer 1.0-Software raus und machen da 2.0-Software draus. Das ist relativ spannend, das ist natürlich irgendwie auch natürlich ein anderer Konzern, fast niemand operiert so wie Tesla, aber fand ich ganz cool. Und warum funktioniert das jetzt? Und das ist auch wieder eine Grafik, die ich geklaut habe. Und zwar, als ich studiert habe, das ist ungefähr da, das fand ich ziemlich cool. Dieser rote Strich ist so, da
klappte das alles nicht, weil man weder genug Daten hatte, noch genug Compute Power. Und deswegen waren typischerweise handprogrammierte Lösungen viel besser als irgendwas, was mit Maschinenlernen oder mit neuronalen Netzen funktioniert hat. Die Situation jetzt ist, dass wir wahrscheinlich mehr Daten oder ziemlich sicher mehr Daten, aber auf jeden Fall mehr Compute haben. Dass wir deswegen das Ganze verschieben in diese Richtung, wo es ein bisschen vorteilhafter aussieht für zum Beispiel neuronale Netzwerke oder andere relativ aufwendige Modelle. So, das ist das Setup. Jetzt benutzen wir für dasselbe Problem mal neuronales Netzwerk. Und ich habe ja eben schon ein bisschen geschwitzt, weil ich dachte, hoffentlich werden wir jetzt nicht viel besser als das neuronale Netzwerk durch Handtune. Das ist nicht der Fall zum Glück. Und wie gehe ich in die Details des neuronalen Netzwerks? Kurze Frage, wie lange? Also das ist in circa 5 Minuten. Ich habe den Livestream hier an. Okay, und du sagst einfach Bescheid. André hat das in den Livestream getickert und wir unterbrechen dann einfach für die Merkel-Rede. Ja. Also wenn ihr die auch sehen wollt, die ist da... ich dachte, du hättest ihn schon gesucht. Ja, dann suche ich ihn raus. Und schicken wir. Warum haben wir weiter, Olli? Gut, also wir fangen mit neuronalen Netzwerken an und zwar deswegen, weil diese neuronalen Netzwerke... eigentlich am meisten Bums haben. Also die kriegen so ein Problem am besten gelöst. Die haben einen anderen Nachteil, aber dazu kommen wir gleich. Ich gehe nicht auf die Details ein, aber ihr seht, das ist der Code für unser neuronales Netzwerk. Er ist relativ übersichtlich und das Ding trainieren wir jetzt. Gut, das überspringen wir alles, interessiert hier keinen. Das ist das Ergebnis. Und das Ergebnis ist wieder genauso wie das Ding eben, nur dass jetzt die Vorhersage ein bisschen anders aussieht als vorher. Wir haben irgendwie keine Kästchen mehr, sondern diese relativ schnörkeligen Formen, wie soll man sagen. Es ist nicht viel komplizierter als das. Wir hatten in dem Sinne von, wir haben wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bereiche. Ich glaube, vorher hatten wir auch 6 oder vielleicht hatten wir noch ein paar weniger. Und wir sehen aber zum Beispiel sowas hier, ich glaube, es geht auch über Video hier, dass das ein bisschen dunkler ist als das. Das heißt, wir haben auch noch so Sicherheiten drin. Das heißt, in dem Bereich ist es noch unser Netz ziemlich sicher, dass das hier eine geringe Schadensklasse ist. In dem Bereich ist es noch jetzt ziemlich sicher, dass das eine mittlere Schadensklasse ist. Und wenn das ein bisschen heller wird, dann wird es immer unsicher. Das sieht man dann insbesondere in den Übergängen zwischen zwei Bereichen hier. Das kann das neuronale Netz. Jetzt, lass mal kurz gucken, wo stehen denn jetzt die Scores? Jetzt bin ich gerade selbst von meinem eigenen Tool etwas überfordert. Achso, wahrscheinlich hier unten. Genau, also die Scores sind 69,5% von dem neuronalen Netzwerk, was trotz Tweaking höher ist als das, was wir hatten. Ich hatte selbst nur 60% hinbekommen, das ist ein bisschen peinlich, ist aber immerhin. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Scores davon an, die haben sich jetzt ja auch geändert durch die neuen Regeln. Das ist 64, das ist eigentlich ganz cool. Der Nachteil von diesem neuronalen Netz ist, wenn wir uns jetzt mal hier eine Konfiguration angucken, ist diese Zahl hier das, was uns interessiert, nämlich das sind 127.000 Parameter oder 128.000 fast. Das heißt relativ viele und deswegen ist die handgemachte Lösung auch von Vorteil, weil wir die irgendwie noch verstehen. Das heißt, wir haben da ja Logik reingesteckt und haben gesagt, wir verstehen, was wir da tun und haben Kontrolle. Und keiner, zumindest ich mag das nicht, mag Blackboxes. Das heißt, unser neuronales Netzwerk ist zwar stärker, aber ist nicht mehr erklärbar. Hat einen anderen Vorteil. Wir müssen das nicht pflegen. Das würde sich jedes Mal, wenn neue Daten rankommen, würde es sich updaten. Aber aus irgendeinem Grund schafft man es eben nicht, das zu erklären. Ob man das erklärbar haben will oder nicht, ist die Frage. Aber man wird es einbüßen. Und das ist uncool. Ne? Also wer fühlt sich wohl damit, wenn so ein neuronales Netz sagt, ich kann das beweisbar besser, aber ich kann es nicht erklären. Wer hätte damit jetzt überhaupt kein Problem? Wer sagt es mir doch egal. Ich hab die Hand von Stefan gesehen. Gibt es denn noch so Chat-Hände, irgendwas, wie wir das ausdrücken könnten. Oh, möchte jemand was sagen? Immer schwer, ne? Überhaupt sich sowas zu trauen. Also manchen Leuten ist das wahrscheinlich egal, aber nicht allen. Also nicht allen weiß ich ziemlich sicher, weil es mir zum Beispiel nicht egal ist. Manchmal ist das auch so, wenn wir uns die Motivation hier von dem Ganzen nochmal vor Augen führen. Das habe ich, glaube ich, hier oben hingeschrieben. Ich gar nicht gehabt. Wo ist sie dann eigentlich, meine Motivation? Komisch. Ich war gerade verwirrt. Ich drehe mich mal kurz. Meine also ich. Ja. Kann ich noch.
Ich wollte gerade noch, also eigentlich ist mir das egal, ob wir das mit einem von beiden machen, aber ich hatte ein bisschen, also bei dem Beispiel, was du gerade bringst, habe ich das Gefühl, dass wir das nochmal per Hand hätten tweaken können, sodass wir eigentlich so ungefähr auf die auf das Ergebnis auch von dem neuronalen Netz kommen. Und wenn das ist, dann würde ich doch eher das selber machen, bevorzugen. Dann wirst du nicht mehr so viele Vorteile vom neuronalen Netz. Also vielleicht würden wir es besser hinkriegen. Ich bin nicht so sicher. Der Vorteil von diesem Machine Learning wäre jetzt an dieser Stelle, dass wir das nicht programmieren müssen. Ne? Also dass wir sagen könnten, wenn sich die Datenlage ändert oder überhaupt irgendwas passiert, dann schieben wir die Daten rein und ein System findet automatisch raus, wie die Regeln aussehen. Also ich greife jetzt schon ein bisschen vor, weil das ist das, was ich eigentlich machen möchte. Ich möchte nämlich am Ende ein System haben, das mir diese Regeln schreibt. Das ist das Ziel von diesem Talk. Mal sehen, ob es klappt. Ich glaube, durch das, was Carola hier eingebracht hat, klappt es nicht mehr ganz so toll. Also der Aha-Effekt ist so mittel, aber immerhin. Das heißt, was ich jetzt machen möchte, als nächsten Schritt, ja, hier wird noch wohlwollend genickt, ist, dass wir das Ergebnis von diesem neuronalen Netz transferieren in einen sogenannten Decision Tree. Und das funktioniert so, das heißt, verscrollt. Und zwar machen wir das so, dass jetzt das, was das neuronale Netz vorhergesagt hat, das habe ich jetzt hier so halb gut mal hingemalt, das nehmen wir jetzt als Eingabe für ein anderes Stück für Machine Learning, nämlich den sogenannten Decision Tree, und füttert den damit. Das heißt, das neuronale Netz bringt jetzt einem Decision Tree bei, was eine gute Vorhersage ist. Und der Vorteil davon ist, dass dieser Decision Tree für uns wieder verständlich ist. Das heißt, neuronales Netz, vollständig unverständlich. Decision Tree, was wir gleich sehen werden, kann sowas Ähnliches, etwas einfacher, aber ist dafür verständlich. Das heißt, wir kriegen sowas wie, okay, neuronales Netz ist vielleicht irgendwie unverständlich, nicht so cool. Und jetzt wollen wir versuchen, Decision Tree dasselbe Ding beizubringen. Und das habe ich hier mal gemacht. Ich habe diesem Decision Tree gesagt, an dieser Stelle, dem habe ich künstlich vereinfacht. Das heißt, dieser Decision Tree, dem habe ich gesagt, du darfst insgesamt 6 mögliche Unterscheidungen haben. Also ich kann es mal eben kurz wegmachen, mal sehen, ob das dann irgendwie ein bisschen besser wird. Das heißt, dieser Decision Tree hat jetzt auch dieselbe Vorhersagekraft wie das neuronale Netz, hat allerdings eine Tiefe von 12. Wenn man sich das vorstellt, wäre das ein 12-fach verschachteltes If. Und das ist wahrscheinlich nicht so cool. Das will man nicht haben. Und deswegen habe ich mich dafür bewusst entschieden, das hier einzuschränken, zu sagen, du sollst eben nicht 12-fach verschachtelt sein, sondern meinetwegen, ich könnte jetzt hier Max Depth zum Beispiel angeben, könnte sagen, die maximale Tiefe, ist das die Max Depth? Wie heißt das? Doch, Max Depth, komisch. Sagen wir mal, die maximale Tiefe ist 3. Dann sieht man, okay, 3. Und dann wird das Ergebnis aber schlechter, und zwar 62. Und dooferweise, weil wir es jetzt eigentlich ziemlich gut hingekriegt haben, ist das ein bisschen schlechter als das, was wir von Hand gefummelt haben. Und die Decision Boundary von diesem Baum, den ich jetzt künstlich etwas einfacher gemacht habe, sieht jetzt so aus. Ich finde die eigentlich nicht schlecht. Ich bin etwas verwundert, dass wir von Hand besser hinbekommen haben. Für mich sieht es auch irgendwie ein bisschen besser aus. Vielleicht hätte ich ihm sagen müssen, mach mal vielleicht eher so 7 oder 8 von den Dingern. Also ich gebe ihm jetzt nochmal eine Chance, wenn er jetzt nicht besser wird. Ist schlechter geworden. Das ist echt schade. Ich werde jetzt irgendwie, versuche jetzt noch hektisch 2 Experimente und dann drehe ich es auf das zurück, was wir ursprünglich hatten. So. Okay, ich gebe jetzt einfach auf. Das heißt, unser handgebautes Modell war in dem Fall ein bisschen besser. Da stand da 6, ne? So. Dann haben wir das Ding wieder, bleiben bei 0,62. Und das Ding ist jetzt ja nicht programmiert. Ne? Das heißt, dieser Decision Tree, den wir jetzt haben, da haben wir keinen Programmierer für gebraucht, sondern das ist eben erzeugt worden und es ist entstanden dadurch, dass wir das mit Daten gefüttert haben. Gucken wir uns das Ding mal an, den Baum. Das hier ist eine Darstellung von diesem Baum, von diesem Decision Tree. Und es funktioniert so, letztlich ist es sowas wie quasi ein aufgefächertes If, so könnte man es sagen. Aber das ist irgendwie, daraus kann man, wahrscheinlich ahnt ihr es schon, relativ leicht Code machen. Es funktioniert so, ganz oben, also das erste If würde jetzt fragen, ist denn der Fahrer jünger als 62? Wenn man sagt, ja, geht es links rum.
Und dann würde man vielleicht noch weiter einschränken und sagen, ist der Fahrer auch noch älter, jünger als 33? Ja. Und dann würde man an der nächsten Stelle, und wie diese Entscheidungen getroffen werden, das optimiert eben dieser Baum. Das versucht das so gut wie möglich hinzukriegen. Dann sagt man an der nächsten Stelle, ist dann gleichzeitig auch noch die Geschwindigkeit größer als 110? Dann sagen wir in dem Fall mal ja. Und dann würde man auf diesen Punkt high kommen. Und das würde jetzt, wenn man das versucht zu interpretieren, ich glaube, das kriegen wir alle hin. Also ein jüngerer Fahrer, also unter 33 mit einem etwas schnelleren Auto, hat ein hohes Schadenrisiko. Ich sehe mich, wird dir schon erwartungsvoll angeguckt. Ich soll jetzt wahrscheinlich unterbrechen. Nee. Die Frage ist, ob, wenn wir noch unterbrechen wollen, dann würde es jetzt zeitlich gesehen am meisten Sinn machen. Dann los. Ja, ich weiß aber nicht, ob die Merkel jetzt kommt, weil hier sind Wetternachrichten und so und vielleicht habe ich es auch. Also tatsächlich ist es so, dass es alles schon online, ne? Also verschiedene Webseiten haben das zum Download bzw. zum Streamen. Also man muss das nicht unbedingt live gucken. Ja, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Dann lass uns doch, Olli, dann machst du einfach zu Ende und dann machen wir anschließend kurze Streamingpause und bleiben auch währenddessen alle im Chat drin oder im Zoom drin. Dann machst du jetzt einfach fertig. Okay, machen wir so. Es ist auch tatsächlich gar nicht mehr so lang. Das heißt, wir haben diesen Baum jetzt hier erzeugt durch Trainieren. Ich vermute, der Teil, wo man irgendwie mit dem neuronalen Netz den Baum trainiert hat, wenn ihr das wirklich verstehen wollt, dann müsste man es da länger drüber unterhalten. Nimmt das mal einfach hin, dass sowas geht. Jetzt können wir als erstes mal fragen, weil Bäume sowas ziemlich gut können, welches von diesen Features, das wir benutzt haben, nämlich Alter oder Geschwindigkeit, hat den höchsten Einfluss? Das erste ist hier Geschwindigkeit. Und das zweite ist Alter. Das würde man zum Beispiel sehen können, wenn man irgendwie vielleicht ein Problem hat, man möchte nicht irgendwie ein Bias gegen Alter haben, würde man sehen, okay, Alter ist ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Würde es jetzt vielleicht noch irgendwelche anderen Faktoren geben, wie, weiß ich nicht, Geschlecht oder so, man würde sehen, das hat einen hohen Einfluss und man möchte das nicht, dann würde man zumindest sehen, okay, das möchten wir da nicht mehr reinnehmen, weil wir nicht irgendwie diskriminieren wollen gegen, weiß ich nicht, zum Beispiel Geschlecht als oder sexuelle Ausrichtung oder sowas, und würde es aber daran sehen, was eigentlich schon mal ziemlich cool ist. Das heißt, das kriegen wir jetzt umsonst. Was wir auch noch umsonst kriegen, ist Visualisierung, dass dieser Decision Tree, der im Wesentlichen Code repräsentiert, kann uns jetzt durch so eine Entscheidung führen. Mal sehen, ob ich sie komplett reinkriege. Ja, sieht sie, ja, ich kriege es komplett rein. Und das ist jetzt mal eine andere Darstellung von demselben Baum, das heißt, die Endentscheidungen sind jetzt keine Kästchen mehr, sondern diese Kreise. Aber wir sehen jetzt, wie ein spezieller Kunde, der jetzt anfragt, durch diesen Entscheidungsbaum geht. Das heißt, und das habe ich auch nicht, das ist Standardsoftware, kannst du einfach anzeigen. Dieser Kunde hat ein Auto, das fährt 100 und ist 49 Jahre alt. Und dann würde man sehen, okay, bei dieser Entscheidung ist der Mensch jünger als 62. Ja, ist er, bleiben wir da. Dann die Frage, ist dieser Mensch denn auch noch jünger als 33, sagen wir, nee, dann landen wir hier. Und dann ist die Frage, ist denn das Auto schneller als 120? Also sagen wir auch nee und landen da. Das heißt, wir können, wenn wir sowas wie Transparenz haben wollen oder uns erklären wollen, wie ist das denn überhaupt zu dieser Entscheidung gekommen? Entweder um selbst für uns rauszufinden, funktioniert das Modell oder wir wollen es debuggen oder wir haben eine rechtliche Verpflichtung, dem Menschen zu sagen, wie ist es dazu gekommen? Und das immer aus so einem Graubereich ist, was bedeutet das eigentlich zu erklären? Und in dem Fall können wir eben sagen, du bist in einem relativ guten Altersbereich, dein Auto ist nicht so schnell, wir versichern dich gut. Und typischerweise fragen eher die Leute, die nicht so gut versichert werden, warum ist das jetzt passiert? Aber nicht so guten Fall haben wir uns vorher schon mal angeguckt, wo jemand in der hohen Klasse zum Beispiel landet. Okay, das heißt, das ist auch automatisch passiert, jetzt schließe ich das Ding schon ab. Nämlich, indem wir uns angucken, wie wir Code daraus generieren können. Und ich hatte auf Twitter das vor einer Weile, habe ich den generierten Code mal gepostet, habe gesagt, welcher Code gefällt euch besser. Und ein einziger hat herausgefunden, dass das nicht Code ist, den ich geschrieben habe. Alle anderen haben gedacht, na, ich würde es aber so machen oder so. Und der eine einzige, der es herausgefunden hat, gesagt, der sieht so gut aus, der Code, ist der echt von dir. Also zwar ein bisschen demütigend, aber zeigt, dass das vielleicht gar nicht so bescheuert ist. Und zwar zeige ich euch mal den ersten generierten Code. Der ist direkt aus diesem Baum erzeugt. Und da hat man pro Vorhersage, nämlich Medium, High oder Low, exakt einen Ausgang und kombiniert, also da gibt es ja wirklich unterschiedliche Stile, kombiniert alle Bedingungen dafür, wann man Medium vorhersagen würde, kombiniert alle Fälle für High, für alle Low. Und je nachdem, ich habe auch gefragt, welcher Stil gefällt euch am besten, je nachdem, wie die Leute so ticken,
die so irgendwie bottom-up sind oder top-down. Manche fanden das total super, haben gesagt, das ist der Code, den ich schreiben würde. Haben wir, wie gesagt, ist irgendwie überraschend gut. Oder jedes Blatt dieses Baums, nämlich 6, haben wir gesagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kriegt einen Ausgang. Das ist so ein ähnliches Stück Code, nur dass jetzt diese beiden Fälle, wo Low rauskommt, jeweils ein eigenes If sind. Also dieser hier ist relativ ähnlich zu dem hier oben, weil jetzt einfach diese beiden Bedingungen hier oben mit dem OR verknüpft sind und hier unten sind es einfach zwei Ifs, wo jeweils was Unterschiedliches rauskommt. Und da kann man auch so ähnlich wie wo macht man Klammern, die rückt man ein, kann man auch religiöse Kriege darüber führen, was der bessere Stil ist. Aber wir können beides. Das Letzte, was ich ausgegeben habe, was ich persönlich am schlechtesten finde, ist die genaue Struktur von diesem Baum. Nämlich, da sieht man auch die dreifache Verschachtelung. Das ist am einfachsten zu erzeugen, weil es exakt der Baum einfach nur abgewickelt ist. Das ist jetzt in Python, könnte Java sein, ist völlig egal. Man könnte es auch portieren in beliebige Sprachen. Aber man sieht, sowas wäre auch möglich. Das wäre in der Tat ein bisschen schlechter als der handgeschriebene Code. Ich hätte euch nicht erlauben dürfen, an den Regeln zu drehen. Ne? Habe ich irgendwie selbst vergeigt. Und das ist es aber im Prinzip. So, wir fassen das nochmal eben zusammen, weil ich fand, das war irgendwie relativ viel Zeug. Was war unser Ansatz? Also wir schreiben keine Regeln hin, die von vornherein fix sind, sondern wir lassen die Daten diese Regeln dynamisch generieren. So, der große Unterschied ist dabei, dass wir, vielleicht ist es dieser letzte Punkt hier, dass wir nicht neue Anforderungen aufnehmen müssen oder irgendwie neue Regeln ableiten oder sonst was, sondern dass wir, wenn neue Daten reinkommen, das Modell neu trainieren, wieder die Werte neu bestimmen, neuen Code erzeugen oder einfach das Decision Tree Modell so nehmen, wie es ist, das geht auch, und das in Produktion. Also ein anderer Ansatz. Dazu die Frage, wann klappt denn das eigentlich? Weil das klappt nämlich nicht immer. Also ich habe hier mal meinen Laborkittel angezogen, sie gucken ein bisschen bescheuert, aber hauptsächlich der Laborkittel, um zu zeigen, dass die Art und Weise, wie man so ein Maschinenlernmodell baut, ganz anders ist als Software bauen. Das heißt, dieser Engineering-Teil fällt weg und man wird eher zu so einer Art Wissenschaftler. Das heißt, man macht Experimente. Und das, was ich jetzt hier gezeigt habe, ist auch nicht einfach so mir eingefallen, da habe ich das eben hingebaut, sondern das waren immer ganz viele kleine Experimente, die man dann macht. Und man hofft dann, dass es am Ende was Gutes rauskommt. Gut, das heißt also, man hat ein anderes Vorgehen. Sowas wie, wir haben ja vorhin da, hat Carola gesagt, das sieht jetzt ja wasserfallig aus, deine Art und Weise, wie du Software baust. Das würde man vielleicht agil machen, aber beim Maschinenmodell baut, ist es noch anders. Da würde man eher so vorgehen wie Wissenschaftler, weil man an keiner Stelle weiß, kommt da eigentlich überhaupt was Cooles raus. Und es ist relativ schwierig für Unternehmen, das wegzustecken, weil das auch zum gewissen Maß eine Änderung der Firmenkultur erfordert. Weil alles Mögliche an allen Stellen schiefgehen kann, ohne dass jemand schuld ist. Und je nachdem, was man für ein Unternehmen ist, kann man das entweder gut ab oder nicht so. Dann kommt noch dazu, nämlich, wo kannst du das eigentlich generell machen? Nämlich, immer wenn das Problem schwer zu spezifizieren ist, also wenn man gesetzliche Vorgaben hat, wenn jemand jünger ist als 17 oder ich weiß nicht, oder 18, darf der eben kein Auto fahren, dann macht man eigentlich Maschinenlernen, sondern dann schreibt man das hin, weil man das weiß. Hier könnten wir die Regel nicht genau hingeschrieben, insbesondere wenn wir jetzt in mehr Dimensionen sind, wird es sehr schwer und es wird irgendwie so ein bisschen, naja, man kann es auf jeden Fall nicht klar sagen. Dann, was sehr wichtig ist und häufig unterschätzt wird, ist, man muss damit leben können, wenn irgendwas nicht stimmt. Oder man muss mit Unsicherheit leben können. Das können wir in dem Fall, würde ich sagen, weil dann im schlimmsten Fall versichern wir jemanden nicht optimal. Dann brauchen wir Daten und diese Daten müssen in dem Fall, da müssen wir auch noch wissen, nicht nur, wer sind unsere Kunden, sondern auch die Schadensklasse. Und was relativ klar ist, aber was auch in diese Grundlage ist, es muss klar sein, was steckt man in dieses Modell rein und was kommt raus. Wenn man nicht klar sagen kann, was kommt in die Funktion rein, was wir, ich fahre nochmal nach oben zum Code, da ist total klar, wir kriegen Speed und Age rein und es kommt sowas raus wie High, Low oder Medium, also Schadensklassen. Und diese Regel ist so gemeint, dass wenn Leute sagen, kann ich KI das oder Maschinenlernen das irgendwie lösen, dann müsste man als erstes fragen, das muss man eben genauer spezifizieren, muss man genauer sagen, was man meint. Okay, dann haben wir ein bisschen über die Accuracy gesprochen, also wie gut ist das Modell? Wir hatten irgendwas zwischen 60 und 70%, das neuronale Netz hat 70%. Und dann ist immer die Frage, reicht das?
Das hängt davon ab, was will man ersetzen, was will man machen, wenn man jetzt zum Beispiel, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal verbraten, das Beispiel, wenn man jetzt ein selbstfahrendes Auto hat und sagt, cool, mit 99% Wahrscheinlichkeit erkennen wir einen Fußgänger, dann reicht das nicht, weil man dann jeden Hundertsten übernagelt. Ne? Also das geht eben nicht. Aber in dem Fall würde man sagen, okay, vielleicht reicht das ja. Vielleicht reicht das für ein Business Case. Aber das muss man sich immer häufig auch schon am Anfang überlegen, wie gut müsste man eigentlich werden, damit das irgendeinen Sinn hat. Okay, hier steht jetzt sowas wie Thank you and questions and do you see applications in your project? Können wir das machen? Sowas wie dir danken für deinen Vortrag und ja, Fragen zulassen. Ja, und auch sowas vielleicht diskutieren, wo könnte man das benutzen? Macht das überhaupt irgendeinen Sinn? Wie findet ihr denn das so? Ist das jetzt die Zeit dafür? Haben wir dafür überhaupt Zeit? Ja, dafür haben wir jetzt Zeit. Cool. Das können wir machen. Ich will es nicht. Irgendeine Rückkopplung? Gut. Mal schauen. Vielleicht hörst du auf, den Bildschirm zu teilen. Ja, warte mal. Es sei denn, da kommen noch Fragen, dann müsstest du wieder teilen und dann können wir nämlich hier gucken. Hallo? Ja, habt ihr Fragen zu Ollis Vortrag? Oder was mich ja persönlich interessieren würde, wenn ihr dem folgen konntet, seht ihr das irgendwo, wo das vielleicht für euch interessant sein könnte? Insbesondere, wenn man das so betrachtet, man möchte vielleicht irgendein Stück Legacy-Software, was relativ schwer zu warten ist, vielleicht ist sowas ersetzen. Seht ihr da Möglichkeiten? Also das ist jetzt wirklich, weil ich ja immer auch nach Sachen suche, wo man das machen könnte. Also bei mir ist das ziemlich einfach. Wir kümmern uns darum, dass Farbe an Druckmaschinen richtig gedruckt wird. Und das Blöde ist, dass gerade die Eingangsdaten von den Leuten, die mit irgendwelchen Handys Fotos schießen, sich mit der Zeit verändern, beziehungsweise auch noch das, was die Leute mögen, sich mit der Zeit verändert. Dann gibt es das auch noch, dass in verschiedenen Ländern die Art der Ausdrucke von den Fotos verschieden gemocht werden. Also in Japan soll es eher ein bisschen farbiger sein, in Deutschland eher neutraler. Und momentan ist es so, dass wir im Team einen Entwickler haben, der ist jetzt 52 Jahre alt, der macht uns diese Algorithmen und der hat da sehr viel Erfahrung. Die jüngeren Entwickler zeigen auch schon, dass sie nicht die Lust haben, nur auf diesem Gebiet ihr Wissen dann anzueignen, neben dem, dass sie dann das alles noch in Code fassen können. Und wir fangen an, die Daten langsam dafür zu haben. Also sagte einer Entwickler direkt, ey, das können wir doch bestimmt eher eine Maschine ausrechnen lassen. Von da aus war das interessant. Interessant fand ich auch den Teil, das habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen, dass das möglich ist, da doch also so if-trees, diese Bäume aufzubauen und dann da wenigstens zu analysieren und so Art Verständnis zu bekommen. Ja. Vielleicht noch als eine Ergänzung dazu, was man ja auch mal machen kann, wenn man bestehenden guten Code hat, kann man diesen bestehenden guten Code benutzen, um Daten zu generieren. Das heißt, du könntest jetzt als Startpunkt sagen, ich möchte jetzt etwas haben, was genauso gut ist wie der bestehende Code, führt das also quasi über den gesamten Wertebereich da was in diesen